Gott, ich will ein Haul-Video drehen. Irgendwie habe ich ein Problem, einen Anfang zu drehen, weil meine Haare zipfen mich an. Ich habe nämlich mit einem Glätteisen versucht, Locken zu machen. Furchtbar. Ich schaue aus wie mit so einer 70er-Welle oder 50s-Welle, guckt mal. Also furchtbar. Ja, besser kriege ich es nicht hin, ne? Besser kriege ich es heute einfach nicht hin. Obwohl, ich war so motiviert. Ich habe Sport gemacht heute. Ich bin richtig motiviert. Jetzt dann treffe ich mich mit einem Freund, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Also, ich bin motiviert. Und das an Ostern. Ich bin motiviert. So, fangen wir gleich mal an, weil ich habe nicht mehr viel Zeit, euch die Sachen zu zeigen. Und ich will unbedingt aber das Video noch drehen. So, wenn ich jetzt zu schnell rede, tut's mir leid. Ich war beim Tiki Max und da bin ich so happy, dass ich die Masken von Toni Moly wieder erwischt habe. Ich zeige sie euch jetzt mal im Schnelldurchlauf. Ich habe mir einmal wieder die Aloe Vera gekauft. Ich habe alle gegriffen, die ich gekriegt habe. Ich glaube, die Aloe Vera und die Avocado habe ich zweimal erwischt. Habe ich aber meiner Freundin gegeben, damit sie die auch probieren kann, weil ich liebe die. Und ich glaube, ich habe die eh auch noch zu Hause. Wird mal Zeit, dass ich sie benutze. Dann habe ich noch zwei erwischt mit Kaktus und Kokos. Ich kann heute nicht reden irgendwie. Und die Verpackung von den beiden finde ich wunderschön. Also die Verpackung ist von den beiden wirklich, wirklich schön. Was ich mir noch gekauft habe, waren so Make-up-Remover-Pads. Ich hoffe, dass die... Ich habe es vorher nämlich auch schon angegriffen, um zu gucken, wie die sind. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt solche ähnlichen vom Primark, was ganz, ganz dünn sind. Und die haben den Stitch drauf. Und wenn ich die versuche, im Gesicht zu benutzen, quetschen die sich so zusammen. Ohne, dass ich die Handfläche irgendwie zusammen tue. Und irgendwie gefallen mir die nicht. Und ich bin gespannt, wie es bei denen ist. Ich glaube, ich werde da heute auch gleich eins ausprobieren. Ich finde den Beutel nämlich so cool, weil ich glaube, in dem Beutel kann ich die dann auch waschen, oder? Das muss ich irgendwie noch rausfinden. Aber ich glaube, in dem Beutel, weil das ist ziemlich... Weiß nicht. Von dem Material her fühlt sich das so an, als wäre da gedacht, dass ich das dann damit waschen kann. Aber wir werden sehen. Ich habe noch ein paar Sachen von Tiki Max vergessen. Ich fand die Augenpads so lustig, weil ich die Verpackung einfach so cute fand, habe ich mir die jetzt doch mitgenommen, weil eigentlich Tuchmasken und Augenpads will ich keine mehr kaufen. Die Toni Moly war eine Ausnahme. Ich war in anderen Geschäften auch beim Action und so und da habe ich Gott sei Dank keine mehr mitgenommen. Aber ich glaube, irgendwo in einem Action-Sacker werdet ihr jetzt noch welche sehen. Aber ich war dementsprechend natürlich jetzt dazwischen auch schon öfter beim Action und habe es mir nicht mitgenommen, die ich da gesehen habe. Die aber beim Tiki Max konnte ich nicht anders, die Toni Moly und die beiden. Das sind Augenpads. Ich fand einfach die Verpackung so süß. Das erinnert mich an irgendein Viech aus meiner Kindheit. Ich komme aber nicht drauf. Ich komme nicht drauf. So wie das da. Das schaut extrem creepy aus und ich wollte die unbedingt haben, um den Stefan einfach nur zu nerven. Weil der hasst es, wenn ich so Tuchmaske in der Badewanne auf habe. Mit so einem Muster. Das hat nämlich auch keine Augenbrauen, das wird ihm zu Tode erschrecken. Ach, das feiere ich jetzt schon. Dann habe ich mir eine Bodycreme gekauft mit Banane. Ich glaube, da wird jetzt alles irgendwie rumfliegen da drin. Ja. Die riecht aber mega geil. Die riecht mega geil. Die riecht jetzt so ein bisschen nach meinem Duschschaum, was ich gerade aktuell verwende vom Tiki Max. Bin gespannt, wie sie dann auf dem Körper ist. Bin ich echt gespannt. Da habe ich eigentlich nur noch den Preis umlassen, um es euch zu zeigen. Ich habe von Sephora beim Tiki Max so kleine Reinigungstücher gefunden und die will ich mir in meine Sporttasche schmeißen. Ich habe ja jetzt wieder vor, öfter Sport zu machen. Ich habe es heute geschafft, dank meiner Freundin, weil die hat mich dann ein bisschen motiviert, dass ich überhaupt rausgehe. Deswegen will ich die in meine Sporttasche packen, weil nach der Arbeit würde ich auch manchmal gern gehen. Und da könnte ich so das gröbere Make-up, wenn ich schwitze, runternehmen und... Ja, mal schauen. Mal schauen, ob es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Beim Miff Rocher war ich auch. Da habe ich also ein kleines Peeling bekommen und habe mir aber das große Peeling gekauft. Ich fand es vom Duft her eigentlich relativ gut. Vom Peeling-Effekt nur so meh, weil ich kenne halt gröbere Peelings, die ich lieber mag. Aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich muss nochmal genauer testen. Weil ich habe es ja in klein, habe ich es jetzt aufgebraucht, aber ich muss es nochmal genauer testen. Von meiner Freundin habe ich vom Tiki Max hat sie mir Ohrringe geschenkt. Sie hat mich nämlich gefragt, weil ich war so begeistert, dass von DKNY Ohrringe dort sind. Und sie hat mir dann die gekauft.
als Ostergeschenk auch. Mir haben die so gut gefallen. Und sie hat mich gefragt, welche ich schöner finde. Und ich finde die von dem Design her so mega schön. Ich hoffe, man kann das erkennen, weil es wackelt ein bisschen rum. Vielleicht gebe ich mir die dann rein. Ich habe jetzt aber meine Swarovski drinnen, weil ich trage die so gerne in der Kombi mit der Kette von meiner Mom. Aber die finde ich auch mega schön. Die gebe ich auch darauf. Beim Primark habe ich mir einen Pullover gekauft mit Mickey Mouse. Ich fühle mich in den halt extrem unwohl, aber er ist so angenehm zum Tragen. Und wenn ich ihn nur zu Hause trage, der hat nur 10 Euro kostet. Und ich wollte ihn einfach haben. Ich meine, schaut euch an, wie süß das ist. Ihr wisst, ich bin ein Disney-Junkie, ihr kennt mich ja alle schon. Und ich habe ihn dort anprobiert. Ich habe meinen Pullover ausgezogen und habe ihn dort gleich direkt im Geschäft probiert. Und ich habe mich so verliebt in das Material, weil das war so angenehm zum Tragen. Und deswegen habe ich mir dann doch gekauft. Ups, eigentlich wollte ich ihn mir nicht kaufen, weil er mir irgendwie nicht so gestanden hat. Aber ich habe mir dann gedacht, scheiß drauf, ich kaufe ihn mir, kack drauf. Dann habe ich mir beim Primark auch so eine Mickey und Minnie Mouse Tasche gekauft. Ich habe eigentlich genug Taschen, aber ich wollte die unbedingt haben. Weil ich gebe jetzt... Ich bin brav. Ich gebe meistens immer so eine Tasche in meine Arbeitstasche rein, weil ich habe so eine große Tasche für die Arbeit, wo ich mein Essen reingebe und so. Und dann habe ich noch zwei kleine Taschen auch. Eine von Action hatte ich jetzt vor kurzem drinnen und noch eine andere von Kik. Und die will ich dann auch demnächst mal mitnehmen. Dass wenn ich einkaufen gehe, dass ich nicht dauernd irgendwelche Sackerl kaufen muss, weil das regt mich auf. Das regt mich wirklich auf. Beim Marionau war ich auch, wundersamerweise, und habe mir zwei reduzierte Sachen gekauft. Und habe auch sehr viele Proben bekommen. Ich war auch bei Marionau, böse, ich weiß. Ich war nämlich Nägel machen und gegenüber gibt es gleich ein Marionau, wo ich Nägel machen bin. Und die hatten aktuell gerade einen Sale. Und ich habe sie gesehen, dass sie so Sachen in die Schütte reinräumt. Also im Eingangsbereich waren diese komischen Schütte, wo die Reduziert-Sachen drin waren. Und auf einmal sehe ich das da. Ihr wisst ja, wie sehr ich den Twilly Hermes liebe. Und dann haben sie einfach die Bodylotion. Ich meine, die war trotzdem noch teuer. Man sieht da leider keinen Vorher-Nachher-Preis. Kann man das runterfriemeln? Ja. Wow, es funktioniert sogar. Ja, aber den Preis habe ich jetzt gerade weggerissen. Man sieht leider den Preis nicht. Ich habe es jetzt um 37,19 habe ich mir die Bodylotion gekauft. Ja, ich bin gerade am Bunkern, weil die wird aufgelassen, überall. Bei Müller gibt es ja gar nicht mehr und jetzt haben sie es auch bei Marionau schon rausgenommen. Also lange kann es nicht mehr dauern und sie wird wieder nicht mehr erhältlich sein. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Dann im Sale habe ich mir von Biotherm eine Skin Oxygen Creme gekauft, das Cooling Gel. Ich bin eh böse. Die war von 40,20 auf 20,10 reduziert. Finde ich auch okay. Finde ich vollkommen okay. Vielleicht werde ich wieder ein bisschen aussortieren, weil ich ja jetzt eben die habe. Und ich will unbedingt diese Banane von Essence ausprobieren. Es gibt jetzt im neuen Essence-Sortiment eine Banane-Gesichtscreme und ich will die unbedingt ausprobieren. Ich nerve über meine Samstagskraft damit die Nisse. Die, ich glaube, ich kann das eh schon nicht mehr hören von mir. Aber ich will dieses Ding haben, verdammt. Was soll's. Ich habe von Marionau 4 Proben bekommen. Die war wirklich lieb, die Verkäuferin. Die andere hat mich nicht mal mit dem Arsch angeschaut, wie ich reinkommen bin. Aber die was mich dann beraten hat und was mich dann abkassiert hat, die war wirklich, wirklich lieb und hat mir 4 Proben geschenkt. Da habe ich mich hochgefreut drüber, weil ich habe gar nicht mit so vielen Proben gerechnet. Ich habe 2-mal eine Biotherm-Pflege bekommen. Beides ist dasselbe. Das ist dieses Hyaluron-Plump-Gel. Das sind jetzt die neuen Varianten von dieser Aquasource-Reihe. Die haben die ja komplett verändert. Das, was ich jetzt auch gekauft habe, die Serie von Skin Oxygen, die wurde ja komplett rausgenommen, leider. Und 2 Duftproben habe ich bekommen. Ich habe von dem neuen Armani... Na, Blödsinn. Das ist nur das Sea Passion. Das ist nicht der neueste. Aber der riecht ja auch geil. Und ich habe ihn auch in Original zu Hause. Die Proben muss ich irgendwo anders hingeben. Jetzt habe ich die eine aber auch da reingekauft. Mann! Wie dämlich kann man sein? So. Proben muss ich nämlich unbedingt extra geben, weil die will ich dann benutzen. Ich habe da nämlich auch noch so viele rumfliegen und das nervt mich. Von Valentino habe ich auch die Born in Roma Coral Fantasy bekommen und auf den freue ich mich schon. Ich liebe ja den Yellow Dream. Ich habe euch das, glaube ich, eh schon mal in irgendeinem aufgebraucht Video erzählt. Den Yellow Dream liebe ich. Der ist so genial. Und ich habe ihn Gott sei Dank auch schon daheim. Ja, ich bin böse. Ich war da, wo ich Nägel machen bin, auch einkaufen gleich.
beim Action und so. Aber das ist gemischt. Ich war auch vor kurzem mit meiner Freundin beim Action. Da habe ich die Banane-Lippenpflege mir gekauft. Ich glaube, da nehme ich mir auch eine raus und benutze die heute. Ich bin echt gespannt, wie die ist. Weil ich bin voll im Bananetrip, wie man sieht. Also ich komme von meinem Bananetrip nicht mehr runter. Das ist echt furchtbar mit mir. In einer Filiale, wo ich zu Besuch war, habe ich sie gefragt, ob sie ein paar Duftproben für mich hat. Ich kleiner Schnorrer. Und da hat sie mir das Prada Candy gegeben. Und ich wollte den eh schon länger mal ausprobieren. Bin echt gespannt, wie der ist. Ich habe ihn nur früher irgendwann einmal, Anfangszeit von Mühle, glaube ich, ausprobiert. Aber nie so richtig, weiß nicht, nicht so richtig in Erinnerung. Die habe ich eigentlich für meine Arbeitskollegin gekauft. Die muss ich ihr noch geben. Mir habe ich ein Duschgel gekauft. Das war vom Action. Das Original Source oder Sorge oder wie man das immer auch aussprechen mag, das war ja früher der Overhype und das riecht so geil nach Zitrone. Ihr wisst ja, Zitrone ist ja voll mein Ding. Also Zitrone, Buttermilch oder generell Zitrone. Und das riecht so geil jetzt für den Sommer und ich überlege, ob ich das schon mir ins Badezimmer gebe. Eine Nagelschere habe ich mir auch schon wieder gekauft, weil mein Freund immer meine Nagelscheren verschmeißt. Ja, wenn du das Video siehst, du verschmeißt mal alles da. Einen reduzierten Badezusatz habe ich mir gekauft. Der hat nur noch 80 Cent gekostet. Da habe ich auch irgendwo noch Backups, glaube ich. Dann habe ich mir ein Geschirrspül-Deo, glaube ich. Spülmaschinen-Deo, weil mein Geschirrspüler rennt ja auf Hochtouren, seit er bei mir dauernd ist. Und einen neuen Mülleimer-Deo habe ich mir auch genommen. Weil meines dürfte schon leer sein. Die werden nicht so interessant sein, aber ich bunkere die mir immer. Das sind solche Mivolis Magen-Darm-Entspannungs-intensive Kapseln oder so. Ich kaufe mir die immer im Vorrat. Ich werde mir da heute auf jeden Fall welche einstecken, weil manchmal nach dem Essen habe ich so Magenschmerzen und ja, das ist, weil ich lauter Scheiße mich reinfriss. Sind wir ehrlich, ich friss in letzter Zeit lauter Plätzchen, den man eigentlich nicht essen sollte, aber ja. Ich habe mir den Badezusatz dann noch einmal gekauft. Noch ein paar Duftproben, weil die, was ich kenne, die habe ich ein bisschen angeschnurrt. Ob sie mir ein paar Duftproben geben kann. Und sie hat mir auch hauptsächlich die gegeben, wo ich kann diesen Duft nicht mehr finden. Ich war ja damals in dem einen Hall so stolz, wo ich vom Douglas die Probe bekommen habe. Und ich finde diese Probe nicht mehr. Ich finde sie nicht. Okay, in dem Ozonloch von meiner Wohnung, wo soll man das auch finden? Ne? Aber jetzt habe ich die viermal oder so hat es mal gegeben. Oder dreimal. Ich glaube dreimal hat es mal gegeben. Von dem neuen Narciso Rodriguez Duft. Ich bin ja sehr verliebt in dieses Parfum. Sehr, 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 sehr verliebt. Und jetzt kann ich ihn endlich testen, weil wir haben in der Arbeit schon einen Tester. Und jetzt kann ich ihn dann endlich ausprobieren. Sie hat mir auch von Narciso Rodriguez den Masque Noir mitgegeben, den ihr im letzten Aufgebraucht-Video gesehen habt. In dem bin ich auch so verliebt und das ist gar kein gutes Zeichen, wenn wir mal ehrlich sind. Den hat sie mir zweimal gegeben und zweimal den neuen Boss Alive, auf den ich auch sehr gespannt bin. Auf den bin ich auch sehr gespannt, wie er mir ist. Den anderen finde ich gut, den es da gibt, den klassischen Alive. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist der nicht so meins. Ich habe Klamotten gekauft. Einen grünen Pullover. Ich habe auch von zwei Sachen habe ich auch Tragefotos, die blende ich euch gleich ein. Ich habe mir einen grünen Pullover von Kult gekauft. Die haben aber die Marke Only steht da drauf. Also Only ist eigentlich auch ein eigener Laden. Und so sieht der Pullover aus. Der ist so wunderschön. Ich liebe diese Farbe. In dem Laden vom Kult, wo ich drin war, gibt es eigentlich fast nur solche Farben. Die meisten Sachen, die ich aber mitgenommen habe, die haben mir nicht gepasst. Die haben mir nicht gepasst. Und der ist so schön. Ich freue mich schon, wenn ich den endlich dann anziehen kann. Weil der hat mir so gut gefallen. Dann habe ich mir auch ein Kleid gekauft, weil es wieder wärmer. Auch von Kult. Das sieht so aus. An mir finde ich, ich muss wirklich ein bisschen mich zusammenreißen mit meiner Figur, weil jetzt langsam merke ich schon, dass ich mich echt bremsen sollte. Geht gar nicht. Ich meine, es schaut okay aus, aber ich sollte abnehmen. Wirklich, jetzt reicht's. Jetzt reicht's wirklich. Obwohl ich heute einen Kuchen gefressen habe, aber ich habe dafür das Frühstück auslassen. Ich habe, naja, nicht ganz. Ich habe ein paar Kekse auch gefuttert, aber das war harmlos. Ich meine, komplett abschrauben sollte ich jetzt nicht. Das hat mir auch meine Freundin gesagt. Wenn ich jetzt komplett alles ändere, ist das auch nicht gut. Deswegen hat sich so mein Körper ein bisschen Zeit gegeben, jetzt auf den Zucker so immer weniger zu verzichten. Versuche ich auch. Ich habe auch heute brav Wasser getrunken. Und ich hasse Wasser trinken. Wer mich kennt, der weiß das. Also, das Kleid habe ich mir auch gekauft. Hier könnt ihr das Tragebild sehen. Ja.
Dann, das war eher ein Spontankauf, das war so ein grauer Pullover, der war reduziert. Ich habe ihn dann einfach mitgenommen, auch beim Kult. Da habe ich jetzt kein Tragebild, aber ich wollte ihn dann doch unbedingt haben. Ja. Das hier ist ein bisschen gemischt. Das ist wirklich gemischt. Und ich muss das echt im Schnelldurchlauf machen. Ich habe nur noch eine halbe Stunde, verdammt. Ich habe mir beim Action solche Aufbewahrungen gekauft, weil ich was anderes einfach brauche für meine Pinsel. Weil, ganz ehrlich, in die Gläser ist das keine gute Idee. Mir ist vor kurzem oder dem Stefan... Nein, Blödsinn. Ich habe das Glas mit den Pinseln auf der Waschmaschine lassen, sie hat angefangen zu schleudern und dann ist das Glas mit den Pinseln durch die Gegend geflogen und das Glas ist natürlich hingeworden. Und erst hatte ich auch wieder ein Glas in der Hand mit... also riesengroß war das, war urschön, aber dann habe ich mir das so gedacht, so... Nee, besser nicht. Und ich werde die sauberen Pinseln jetzt in sowas reingeben. Ich habe nämlich am Boden auch noch so ein großes Glas stehen, weil ich halt keinen Platz habe. Ich muss erst hinter mir Ordnung machen, damit ich das hier dann aufbauen kann, weil jetzt sind das drei verschiedene Größen, wo ich halt dann die Rouge-Pinsel, Puderpinsel und die Lidschattenpinsel reingeben will, weil ich finde, das gibt doch ein bisschen nach. Das heißt, ich kann da schön die Pinsel reinstopfen. Ich wollte halt in Blau haben, ist rosa. Ich bin jetzt kein Fan von rosa, also wollte ich es in Blau haben und ich finde das cool. Ich bin gespannt, wie das dann im Hintergrund dann wirkt. Da bin ich echt gespannt drauf. Ich war ziemlich böse, habe ich das Gefühl. Ich war beim Nutino, beim Douglas und auch bei Nägele und Strubele. Dazu komme ich dann gleich zu dem Produkt. Ich war wirklich böse. Ich war echt böse. Ich habe auch viele Proben beim Douglas bekommen. Also die sind eher für den Stefan. Das ist ein Dolce Gabbana Duft, der Calvin Klein Duft. Ich mag ihn ja nicht. Der Calvin Klein ist ein Unisex Duft, aber ich mag den Duft nicht. Er hat auch eine Augencreme bekommen von der Dame von Douglas. Und ich habe eine Reinigung gekriegt von Douglas. Das war eigentlich das Einzige. Ich glaube, die hat mir den Calvin Klein ja für mich reingeben. Aber den mag ich nicht, den Duft. Also kriegt den auch, ja. Ich habe bei MAC meine leeren Sachen eingelöst. Und habe mir aber dann einen Dazzle Shadow gekauft. Und das Prep and Prime für die Lippen in diesem limitierten Design. Ich liebe ja das Prep and Prime. Ich habe halt heute das auch noch vergessen, fällt mir gerade auf. Ich wollte es eigentlich aufgeben, bevor ich mir den Lippenstift draufknall, aber egal. Ich habe mir das in diesem limitierten Design gekauft. Von dieser Kirschblüten LE, wenn ihr die kennt. Jo, eigentlich warum haue ich das da rein? Aber egal. Dann habe ich mir den Dazzle Shadow gekauft. Der sieht so aus. Ja, ich bin so verliebt in die. Ich habe jetzt gerade aktuell einen anderen in Verwendung und dann habe ich in Steffen die ganze zigiert, welchen ich nicht mehr kaufen soll. Weil verwenden tue ich jetzt gerade aktuell den hier. Den habe ich von der lieben Tanja geschenkt bekommen. Ich liebe den. Der ist so mega geil. Der ist auch fast leer, wie man sieht. Ich muss da diesen Stopper rausnehmen, damit ich da das ganze Produkt noch rauskriege. Was hier ein Wunder ist, oder? Dass ich das leer kriege, aber okay. Und den habe ich mir nachgekauft. Der heißt Every Day is Sunshine. Ne, wie niedlich. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen, aber okay. Ich habe von dem lieben MAC-Verkäufer habe ich einen Pinsel geschenkt bekommen. Er hat nämlich gesagt, ich darf mir was aussuchen. Und da habe ich mir einen Pinsel ausgesucht. Ihr wisst, ich bin ein Pinsel-Junkie. Und den finde ich praktisch jetzt für meine Augenbrauen. Heute habe ich es ein bisschen versemmelt, wie man sieht. Heute sind sie nicht so schön zeichnet. Aber ich habe manchmal echt einen guten Tag, wo ich die Augenbrauen wirklich schön hinbekomme, seit meinen Augenbrauen fehlen vom DM. Die sich übrigens noch immer nicht bei mir gemeldet haben, aber okay. Und Back to MAC habe ich ja auch wieder eingelöst und da habe ich mir den Bricolar wieder geholt. Weil der ist mir ja gekippt. Und den habe ich mir jetzt wieder geholt. Und ich liebe den Lippenstift. Ich freue mich schon, wenn ich den verwenden kann. Ich hatte ja so viele Mundecken und Fieberblasen und konnte den jetzt auch nicht benutzen. Und ich bin was anderem nachgelaufen. Ich habe meine Freundin schon damit genervt, die Vivi. Es gibt von Kilian sauteure Düfte. Und Kilian hat auch dekorative Kosmetik. Und ich habe eine Schulung mitbekommen, wo sie über die Kilian-Düfte und die dekorative Kosmetik geredet haben. Und da haben sie einen Lippenstift, eine Liquid Lipstick vorgestellt. Ich bin so lange gelaufen und habe das so ewig und drei Tage gesucht. Und ich habe es endlich in einer Parfümerie, Nägele und Strubele am Graben, haben wir es gefunden. Weil der Stefan war mit mir mit und ich war echt schon gereizt, weil ich das nicht gefunden habe. Ich meine, die Verpackung ist ja auch mega geil. So schaut die Verpackung aus, die werde ich mir auch aufheben. Die Farbe ist die 352 Shocking Rose.
hat mir die Verkäuferin andreht. Ich will aber den Nudefarbenen vielleicht auch noch haben, aber ich will noch warten, wie er sich heute verhält. Ich habe ihn beim Arbeiten getragen und ich habe ausgeschaut wie eine Bordsteinschwalbe. Der ist so richtig da verschmiert gewesen, weil ich an der Arbeit die ganze Zeit die Maske auf habe. Und du hast deine Hitze einfach unter der Maske, das ist nun mal so. Ich weiß jetzt die Grad aber nicht mehr, weil die Bitti sagt mir das immer, weil sie hat sich von einer Schulung damals gemerkt und ich habe es aber vergessen. Und ich bin dem halt hinterhergelaufen und jetzt ärgere ich mich, dass er trotz Maske nicht hält, weil auf der Schulung ist gesagt worden, dass er auch mit Maske hält. Das heißt, ich probiere es heute, weil heute werde ich die Maske nicht so oft aufhaben. Schauen wir mal, ob es klappt. So sieht die Farbe aus und die Verpackung. Ich finde die Verpackung mega schön. Sollte er im Alltag halten, werde ich mir vielleicht die Nude-Farbe noch kaufen. Aber ich werde dann natürlich ein paar Lippenprodukte bei mir aussortieren müssen. So viel steht fest, weil ich habe wirklich viele Sachen, die ich nicht verwende, die sogar noch original zu sind und die ich vielleicht mal verschenken könnte. Obwohl verschenken ist so eine Sache, aber ich habe zurzeit niemanden, was ich verschenken wollen würde. Aber okay. Mir neue Make-up-Schwämme gekauft, die schwarzen von Beauty Blender. Da ist es noch in so einer Plastikverpackung, so wie es auch kennen. So wie wir es auch kennen. Und das ist so eine aufdrehbare Verpackung. Die werde ich mir auf jeden Fall auch aufheben, weil ich finde, da kann man den gut reingeben, ohne dass er dann staubig wird. Weil jetzt habe ich ihn in so einer Aufbewahrung, ich hoffe, man kann das irgendwo da sehen. Aber ich finde das ein bisschen besser. Ich habe mir den zweimal gekauft. Er war auch reduziert. Und es gab auch noch Prozente drauf. Ich weiß. Sagen wir lieber nichts. Beim Action habe ich ein Duschgel gefunden, was mich echt interessiert hat. Das heißt, also das ist von Kneipp Aroma Pflegedusche. Genieße dein Zuhause. Lesen muss gelernt sein. Kakao und Pekanuss. Ich habe mir das zweimal gekauft natürlich. Weil das so geil riecht. Das riecht so mega. Am liebsten hätte ich ja noch mehr mitgenommen. Nicht gerne Chucky. Das riecht aber so extrem gut. Aber es passt halt eher in den Winter. Und vielleicht schaue ich noch, ob ich noch eins erwische. Das war echt gut. Aber ich bin draufgekommen, nicht jeder Action hat dasselbe. Zumindest bei dem, wo ich war, habe ich gemerkt, der hatte ganz andere Sachen als der, wo ich sonst immer bin. Bei Müller war auch so eine minus 20 oder 30% Reaktion auf die Haarpflege von Terra Naturi. Habe ich mir natürlich mein Shampoo gekauft. Ich habe aber heute ein anderes genommen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass meine Haare sich schon zu sehr dran gewöhnen. Aber ich liebe das und ich werde mir das immer wieder nachkaufen. Und bevor ich es mir teurer kaufe, habe ich mir gedacht, nutze ich die Prozente mal aus. Ganz furchtbar. Ich war auch beim The Body Shop und da habe ich mir einmal das Banana Shampoo wieder nachgekauft, in klein, weil ich es probieren wollte, wie es so mit meinen Haaren funktioniert, deswegen nur die kleine Variante. Ihr merkt es voll, ich bin voll im Bananenfieber, das hört bei mir, glaube ich, gar nicht mehr auf. Dann habe ich mir auch das Kokos Handdesinfektionsgel nachgekauft, weil ich liebe das und ich frage mich, warum ich mir das nie wieder nachgekauft habe, weil ich fand das wirklich genial. Ich habe das sogar schon mal aufgebraucht. Ich habe so viele Sachen in der Hand, ich bin echt ein Volltrottel. Furchtbar, ich habe mir gedacht, ich habe nicht so viel gekauft, aber es ist echt schlimm wieder ausgeartet. Ich habe mir beim Action noch eine Handseife gekauft, die habe ich nämlich bei einer YouTuberin in einem Video gesehen. Und ich habe mich geärgert, dass ich die selber nicht gefunden habe im Action. Das ist die Handseife Citrus und ich finde die Verpackung mega schön. Die Verpackung ist wirklich schön. Ich glaube, die würde ich mir sogar dann aufheben, damit ich mit meinem Seifenspender immer abwechseln kann. Beim Müller habe ich natürlich mir wieder Socken gekauft. Ich bin ein extremer Socken-Junkie, wie ihr seht. Furchtbar mit mir, furchtbar. Dann, das ist mal die erste Partie, ich hole dann die zweite Partie Masken gleich raus. Ich habe mir Masken gebunkert, diese Lippenmasken. Da habt ihr ein paar Mal die Kirsche-Lippenmaske. Die finde ich aber jetzt nicht so gut, ich habe sie nämlich schon mal benutzt. So sieht die aus. Ich finde sie okay, aber ich mag die Kokos lieber. Deswegen werde ich mir die jetzt nicht mehr so bunkern wie die Kokos. Weil ich habe auch die Augenpads, habe ich da nur zweimal, glaube ich, gekauft. Habe ich auch noch nicht benutzt, weil die Gurke gibt es bei uns schon wieder gar nicht mehr. Aber die Rose, glaube ich, schon. Und ich werde die mal demnächst benutzen, glaube ich. Weil die Gurke kann ich mir eh nicht mehr nachkaufen, zumindest bei uns in der Filiale nicht mehr. Ich habe mir auch von Schäbens diese Aloe Vera Maske gekauft, weil ich schon lange keine Schäbens mehr gekauft habe und die unbedingt testen will. So, von Cadera Vera gibt es ja diesen Aufsteller, habe ich euch im Aufgebraucht-Video, glaube ich, erzählt. Da gibt es die Hydrogel mit Wassermelone.
habe ich mir gekauft. Nur einmal. Ich musste endlich mal testen, um sie dann zu bunkern. War ja eh klar. Die Wake Up Hydrogel mit Kaffee. Finde die Verpackung so schön von denen. Die Avocado Hydrogel. Dann habe ich hier einmal diese mit dem Häschen. Die Cute Bunny. Ich finde die so süß. Auch den Hasen finde ich am niedlichsten. Der ist so herzig. Dann habe ich die Wild at Heart Tuchmaske. Schaut auch sehr interessant aus. Die hat auch wieder so ein Design. Dann nochmal das Kirschlippenpatch. Und die Kokos. 4, 5 Mal habe ich da in der Hand. Und die liebe ich, die Kokos. Die mag ich extrem. Also die Kokos, die werde ich mir bunkern, bis ich umfalle. Ich habe mir noch ein Shampoo gekauft. Das war beim Action, weil ich den Duft so genial fand. Von Garnier, die wahre Schätze. Pflegemilchmaske steht da jetzt. Gar kein Shampoo. Scheiße. Schaut nicht nach einem Shampoo aus. Ja, muss ich mir nochmal in Ruhe durchlesen. Auf jeden Fall fand ich es vom Duft her sehr genial. Deswegen habe ich sie mir gekauft. Noch ein paar Socken. Von C&A habe ich mir auch Socken gekauft. Die mit Sonnenblumen. Dann die mit Melone und Banane. Da habt ihr wieder die Bananephase. Dann mit Erdbeeren. Und die mit Banane habe ich sogar auch in Schwarz. Die Wassermelone und Banane. Und ich glaube, die mit den Sonnenblumen habe ich auch in Weiß. Die habe ich schon angehabt. Die habe ich wieder von Müller mir gekauft. Die haben auch so ein transparentes, da könnt ihr meinen Finger hoffentlich sehen, netzartiges Ding. Ich stehe auf solche Art Socken, ich kann nicht reden, auf so eine Art Socken. Die habe ich mir auch noch gekauft, die, was ihr vorhin rosa gesehen habt. Und die habe ich habe es doch nicht angehabt, die schwarzen, von denen ich vorher geredet habe. Dann habe ich nur die mit den Sonnenblumen angehabt schon. Mehr Masken. Jetzt habe ich euch sie auch so gezeigt, habt ihr gar nichts gesehen. Das war so schämäßig. Jesus. So. Beim Action. Ich habe ja urviele bei Müller gekauft. Jetzt sehe ich gerade, dass ich mir die auch nochmal gekauft habe. Die habe ich nämlich vor kurzem aufgebraucht. Die finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Ich habe sie jetzt vor kurzem leer gemacht und ich finde die jetzt ehrlich gesagt nicht so genial. Ich hoffe, ich habe mir da nicht noch mehr gekauft, sondern dass nur 3 waren. Weil dann könnte ich sie auch verschenken oder so. Weil ich will auch immer jetzt so ein paar immer auf die Seite geben, ein paar Masken, wo ich weiß, sie gefallen mir nicht. Ja, mal schauen. Die Kirsche habe ich mir auch nochmal gekauft. Ich will nämlich so einen extra Karton machen. Ich glaube, ich brauche aber einen großen Karton dafür. Für die Lip Patches. Von Action habe ich mir noch 2 Disney-Masken gekauft. Einmal Ariel und einmal Jasmin. Das ist die Ariel. Und das ist die Jasmin. So, dann habe ich doch noch mehrere von den Rosenaugenpads. Und die Gurke habe ich auch noch öfter. Na bitte. Dann brauche ich den ja nicht so hinterherrennen, oder? Dann habe ich ja eh genug. Es kommen ja eh immer neue Sachen raus. Also brauche ich mir da jetzt nicht so einen Stress machen. Von dem Aufsteller von Cadea Vera habe ich mir noch die Lemon Squeeze Tuchmaske gekauft. Ich hoffe, die gibt es noch, weil ich bin echt gespannt, wie die ist. Und ich finde die Verpackung einfach mega genial von den Masken. Ich kann mir nicht helfen. Ich mit meinem M heute. Von Cadea Vera noch eine, die Holy Guacamole. Ich finde den Namen so genial. Und ich bin auch gespannt, wie die ist. Die hat so kleine Avocados oben drauf. Seht ihr das? Ich finde das so genial. Von Action habe ich eine. Ich glaube, die habe ich sogar nochmal. Ich habe vor kurzem eine benutzt und fand die nicht gut. Jetzt bin ich gespannt, wie dann die ist. Die haben auch so ausgeflippte Designs. So, dann habe ich nochmal die Kokos-Patches, die ich mir ja unbedingt bunkern will. Ich habe gar nicht mehr geschaut auf den Aufsteller von der Arbeit, wie voll der noch ist. Die Augenpads, die Gurke, weiß ich, gibt es nicht mehr da oben, aber ich weiß die anderen Sachen jetzt gar nicht auswendig. Dann habe ich meine heißgeliebte Maske gekauft, die mit den Lemon Cupcake, was ich euch im aufgebrauchten Video gesagt habe. Also die werde ich bunkern des Todes. Weil die riecht so mega gut. Die riecht wirklich so mega gut und ich liebe diese Maske jetzt schon. Ich finde es mega traurig, dass die auch limitiert ist. Aber was soll ich machen? Beim Müller habe ich mir auch ein Serum gekauft. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich es behalte oder nicht. Es hat nur noch 2 Euro gekostet. Das habe ich mir damals gedacht, ich nehme es mit. Das Honey Glow Serum mit Manuka Honig, wo ich auch die Creme hatte und die ich nicht so besonders fand, aber ich fand das Serum so schön, das glitzert nämlich. Sieht man das? Ein bisschen vielleicht? Ja,
Und ich finde das so mega interessant und ich muss mir eher ein neues Serum aussuchen, weil ich habe meins jetzt im... Meins, das ich hatte... Welches war denn das nochmal? Ich habe irgendeins aufgebraucht. Und deswegen bin ich gespannt, wie das ist. Obwohl ich ja eh so viel Zeug habe. Beim Douglas habe ich mir die Better Than Sex Mascara gekauft, weil die in Aktion war. Und ich die unbedingt haben wollte. Hat nur noch 20 Euro, glaube ich, kostet jetzt 25 oder so. Beim The Body Shop habe ich eine Mini-Handcreme geschenkt bekommen. Das wollte ich endlich in meiner Handtasche tun, damit sie wegkommt. Beim Body Shop, ich habe mir das Shampoo, das und das Handdesinfektionsgel, glaube ich, gekauft. Wenn du die drei Sachen nämlich gekauft hast, hast du eine Handcreme gratis dazu bekommen. Und ich liebe die Body Butters ja davon. Ihr habt das ja im Aufgebraucht-Video schon gehört. Und ja, ich habe mir die jetzt noch so zum Probieren gekauft. Die werde ich eh bald vielleicht auch aufbrauchen, weil ich bin gespannt, wie diese Grapefruit ist. Die haben auch die Verpackung verändert. Die sind jetzt in diesen Alu-Boxen und nicht mehr in Plastik. Finde ich auch nicht so schlecht. Beim Douglas, ich kann nicht bei diesen Soap & Glory Sachen vorbeigehen. Das ist ganz furchtbar mit mir. Ich habe mir da, ich bilde mir ein, ich habe auch irgendwo noch die Bodylotion eigentlich, aber schaut dann doch nicht so aus. Oh ja doch, ich habe schon gefunden. Ups, ich habe sie schon gefunden. Die Augenpads lagen drauf. So. Ich habe mir davon die ganze Serie jetzt gekauft, von dieser Fruity-Reihe. Das riecht nämlich exakt wie so ein Gummizeug aus meiner Kindheit. Ich habe mir die Bodybutter gekauft. Das Peeling habe ich mir gekauft. Ich weiß schon immer, wohin mit den Sachen. Das Peeling habe ich mir gekauft. Und jetzt muss ich echt auch aufhören, Peelings zu kaufen. Ich darf mir keine Peelings und keine Tuchmasken mehr kaufen. Davon habe ich echt zu viel. Ich habe eigentlich von allen zu viel. Auch Duschgel. Ich bin gespannt, wie ich das Ganze in den Kasten reinkriegen will. Das wird heute am Abend dann, wenn ich nach Hause komme, eine richtige Herausforderung. Passend dazu habe ich mir natürlich auch das Fruity Duschgel gekauft. Ich bin echt gespannt, wie das ist. Ich will das auch unbedingt jetzt bald verwenden. Aber ich habe so viele Sachen gerade gleichzeitig offen, dass ich nicht weiß, was ich als erster benutzen soll. Weil ich ein Junkie bin, habe ich mir auch dazwischen, wie ich dann nochmal dort war beim Douglas, das Vanille Shea Butter Peeling gekauft. Ich benutze gerade aktuell das Zitrone, was ich euch im letzten Haul-Video gezeigt habe. Und ich liebe das. Ich liebe es einfach. Eines der besten, wirklich. Ich gucke nur gerade, ob ich eh nicht irgendwas vergessen habe. Mein letztes. Ich war eigentlich ziemlich gut in der Zeit, muss ich sagen. Da bin ich echt stolz auf mich. Da bin ich wirklich stolz auf mich. Letzter bin ich sehr oft stolz auf mich, aber ich glaube, das ist okay. Letzte Tüte. Oder Sackerl eher. Ich habe mir zwei Parfums gekauft, weil die dort riesig Verpackungen hatten. Das war kein deutscher Satz. Die hatten von meinem Liebling, von dem Chloé, von dem Rosanen. Ich hasse ja das Klassische, aber das Rosane ist so genial. Und da hatten die ernsthaft die 100 Milliliter. Bei uns bei Müller gibt es nur die 30 und die 75, glaube ich. Aber nicht die 100. Die ist so groß wie unser Tester im Geschäft. Und ich habe sie mir gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich die Rechnung drinnen habe. Wenn ja, sage ich euch dann noch die Preise. Aber excuse me. Ich habe sie mir gekauft. Ich muss ein paar aussortieren, ein paar Düfte. Wieder mal. Ich versuche ja gerade den Opium in meinen Spind aufzubrauchen, aber das dauert ewig. Das dauert wirklich ewig und deswegen bin ich ein bisschen am Verzweifeln. Ich habe mir noch einen gekauft und ihr werdet lachen, wenn ihr den seht. Ich habe ihn euch vor kurzem erst in einem Aufgebraucht-Video gezeigt. Roberto Cavalli, den goldenen, habe ich mir jetzt in 75 Milliliter gekauft, weil der auch dort beim Notino günstiger war. Als bei uns bei Müller leider. Darf man eh nicht so laut sagen. Aber ich muss auch gucken auf mein Geld. Ich glaube, ich habe den Preis vom Chloé jetzt nicht mehr da. Aber der war nicht so teuer, die 100 Milliliter. Und ich habe da noch ein paar Proben, die ich euch zeigen will. Und der Roberto Cavalli war um 35,90. Die 75 Milliliter, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dass die 75 Milliliter einen feuchten Furz. Dreimal durfte warten, sind die Proben runtergeflogen. Einen feuchten Furz kosten, so. Ich habe wirklich viele Proben beim zweimal dort einkaufen bekommen, aber beim ersten Mal habe ich es ohne Probleme bekommen, die Proben. Beim zweiten Mal dann nicht. Und da habe ich den Herrn dann gesagt, ich hätte gerne ein paar Proben, weil ich meine, Entschuldigung, ich bin nur fies, ich weiß. Da waren aber sehr interessante Proben dabei und ich bin so happy, dass ich den Valentino noch zweimal habe. Das heißt, ich habe ihn jetzt insgesamt dreimal. Ich kleiner Duft-Junkie.
Den werde ich weggeben. Ich hasse den Chloé. Ihr werdet lachen, aber ich hasse den. Und ich will die Probe nicht verwenden. Ich will den nicht verwenden. Ich werde den einer Arbeitskollegin schenken von mir. Die mag den nämlich, das weiß ich, und ich werde ihn ihr geben. Von Gucci Guilty habe ich eine Probe bekommen. Auf den bin ich gespannt, wie der riecht. Und den mag ich sogar, von Calvin Klein, den Woman. Das ist aber der rosane, glaube ich. Das schaut nur da so verfärbt schon aus, die Flüssigkeit. Oder man merkt das halt nicht, dass der rosa ist, weil wenn er komplett voll ist, schaut er so aus und da sieht man die rosane Flüssigkeit schon und den Pröbchen irgendwie nicht. Komisch, oder? Aber ich werde den probieren. Mal schauen, wie ich ihn finde. Von Biotherm habe ich auch noch eine Probe gekriegt. Die müsste ich sogar noch irgendwo haben. Und ich habe sie vor kurzem aufgebraucht, weil ich habe das Äußere da, glaube ich, weggehaut und habe nur noch das dann behalten, weil ich mir denke, für was soll ich das Riesenteil da aufheben? Aber ja, ich freue mich. Eine Biotherm-Probe. Gesichtspflegeproben bin ich jetzt nicht mehr so der Fan davon, weil ich halt so viel Gesichtspflege habe. Aber ich bin gerade brav am Proben aufbrauchen. Man glaubt gar nicht, wie... Hoppla, da war ich kurz weg. Man glaubt gar nicht, wie lange man mit den Oliveda-Proben aushält. Ich sitze, glaube ich, auf einer Socke oder so. Ich habe es doch gesagt, ich sitze auf einer Socke. Ja, ich bin happy. Ich bin wirklich happy, dass ich das Video geschafft habe. Ich hoffe, ich habe auch nichts vergessen, euch zu zeigen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich alles herzeigt habe. Und jetzt kann ich das endlich wegräumen. Ich bin so erleichtert. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin wirklich erleichtert. Das heißt, ich werde demnächst mal meine Düfte wieder ein bisschen aussortieren. Ich habe nämlich vor kurzem auch aussortiert und habe welche auf die Seite gegeben, die ich halt verschenken will. Und jetzt fällt mir auf, dass ich noch einen Calvin Klein verschenken könnte. Und noch irgendeinen zweiten, glaube ich. Ich glaube, ich habe zwei Calvin Klein sogar, die ich verschenken könnte. Ja, ich weiß halt nur nicht wen. Das ist halt das nächste Problem. Ich verschenke halt so ungern Düfte, weil Düfte sind so meine Lieblinge. Ich verschenke sie gerne, wenn ich weiß, die Person freut sich drüber. Und ich verschenke sie auch nur, wenn ich weiß, die Person hat sich's verdient. Klingt jetzt vielleicht gemein, aber ist wirklich so. Ich bin gemein zurzeit. Ich muss auch ein bisschen an mich denken hier. Ja. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich weiß, ich habe wieder viel zu viel gekauft. Aber ich habe das letzte Aufgebraucht-Video gesehen und ich war da wirklich brav. Und ich bin auch diesen Monat sehr brav mit dem Aufbrauchen. Das Sackerl ist auch schon bis zur Hälfte wieder voll, weil ich jeden Tag Proben oder Duschgels leer kriege. Oder heute habe ich auch ein Duschgel leer bekommen. Eine Gesichtsserum... Probe habe ich leer gemacht. Ich will nämlich ein paar Serumproben aufbrauchen, weil ich mir gedacht habe, so, ich habe so viele, woher kommt das die ganze Zeit? Auch Maskenproben habe ich so viele, will ich auch unbedingt noch aufbrauchen. Also diesen Monat habe ich noch viel vor, an Proben leer zu machen. Von Clarins habe ich nämlich auch eine Maskenprobe leer gemacht heute, also bin ich echt stolz auf mich. Ich bin brav, ich bin wirklich brav. Ich versuche mein Bestes. Es geht halt nicht immer. Das funktioniert halt nicht immer, dass man brav aufbraucht. Es war diesmal wirklich viel wieder. Obwohl beim Primark habt ihr gesehen, war ich brav diesmal. Beim Action eher nicht so. Ich habe mir selber ein Kaufverbot jetzt gesetzt, keine Tuchmasken und keine Peelings mehr zu kaufen, weil ich so viele Peelings und Tuchmasken zu Hause habe. Auch Augenpads dürfte ich mir eigentlich keine mehr kaufen, weil ich habe wirklich genug. Das Einzige, was ich mir noch kaufen werde, wären die Crememasken von Cadea Vera sein, diese Lemon Cake da. Und die Lippenpatches, diese Kokos, die werde ich mir auch bunkern. Ich muss nur irgendwo einen Schuhkarton oder so herkriegen. Ich glaube, ich habe eh diesen Mickey Mouse Schuhkarton. Ich muss nämlich mal demnächst auch meine Schuhe aussortieren. Durch das, dass ich heute trainieren war, habe ich so viel Power, dass ich da irgendwie meine komplette Wohnung irgendwie niederreißen will. Aber ich glaube, wenn ich dann anfange, werde ich wieder aufhören. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Aber wir werden sehen. Heute gehe ich mal weg, weil es ist ja doch Ostern und alleine zu Hause bleiben will ich nicht. Ja, muss auch mal sein, dass man mal auch jemanden wieder sieht, den man schon ewig nicht mehr gesehen hat, würde ich mal sagen. Okay, ich höre jetzt auf zu labern. Es bringt eh keinen, also hat eh keinen Sinn mehr, was ich noch erzähle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich gebe mir jetzt wirklich Mühe, weil ich glaube, Haul-Videos schon die meisten von euch, auch die Aufgebraucht-Videos, hätte ich da auch erwähnen können. Aber ich gebe mir jetzt Mühe, dass wieder mehr Videos kommen. Wenn jetzt das Wetter so bleibt, was ich hoffe, will ich morgen auch unbedingt ein Video drehen. Was hoffentlich klappt, weil ich muss aufholen. Ich habe eh so ein paar Video-Ideen wieder. Das hat mir aber auch ein bisschen gut getan, muss ich sagen, weil ich habe keine Video-Ideen mehr gehabt. Ich
habe nicht mehr so Lust gehabt, Videos zu drehen. Also für mich war das eine Zeit lang echt schwer. Deswegen bin ich froh, dass ich mich jetzt wieder ein bisschen da fange und mir auch wieder ein paar Videoideen einfallen, die ich euch auch drehen, Videos, die ich euch drehen kann, weil ich will nämlich unbedingt noch meine Nagellacke aussortieren. Morgen habe ich nämlich eigentlich vor, morgen ist Ostermontag. Ich weiß gar nicht, wann ihr das Video seht. Ich erwähne immer Sachen, wo ich dann 2-3 Tage später das Video hochlade und keine Sau kennt sich mehr aus. Ja, ich will unbedingt meine Nagellacke noch aussortieren. Ich hoffe, das schaffe ich noch, weil ich möchte die meisten Dalin geben. Ich habe nämlich wirklich viele und ich will sehr wenig noch behalten. Sehr, sehr wenig noch behalten. Aber wir werden gucken, wie weit ich komme. Ich habe nämlich nur noch morgen frei und dann arbeite ich wieder bis Freitag, glaube ich. Diese Woche ist aber eh schön. Ich habe Sonntag, Montag Ruhe. Samstag habe ich früher ausgehabt. Und dann habe ich Dienstag bis Freitag habe ich Dienst. Und dann habe ich eh frei wieder. Und das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay, würde ich sagen. Ja, bevor ich dann noch weiter in deinen Müll daherlaber, beende ich mal das Video. Ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, gefallen. Mir hat es Urspaß gemacht, euch die Sachen wieder mal zu zeigen. Weil ich bin mit allen zufrieden, die ich mir gekauft habe. Wirklich mit allen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!